Hallo, meine Lieben, willkommen zurück zu Lethys Path of Progress. Und das ist die zweite Mission. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind bei Mission 2 Dunwich bei der Einführung in das gesamte Spiel. Oder Dunwich. Ich lasse euch das hier wieder einmal da. Ihr könnt jetzt auf Stopp drücken, euch das in aller Ruhe durchlesen. Für die ganz schnellen wie mich jetzt gerade. Ich habe erst schon mal durchgelesen. Haben wir die Aufgabe, 400 Arbeiter in den Häusern der Stufe 5 aufzuzüchten. Als Ratschlag, sie können auf ein Gebäude klicken, um dort alle wichtigen Informationen auf einen Blick angezeigt zu bekommen. Gut. Und direkt los. So, da sind wir auch schon. Heute geht's um die Landwirtschaft. Die gute Landluft, ne? Oben wird schon angezeigt, wo wir bauen können. Wir müssen einen Acker anlegen. Es gibt ja keine Möglichkeit, Fischereien zu errichten. Daher werden wir uns wohl auf die Landwirtschaft konzentrieren müssen. Ackerhöfe können jedoch nur auf fruchtbarem Land errichtet werden und wie jedes Gebäude müssen sie mit Straßen verbunden werden, um zu funktionieren. Ackerhöfe haben übrigens zwei Besonderheiten. Sie produzieren nur einmal im Jahr Nahrung. Sie können die Ernte und die Sätzeiten einsehen, indem sie auf den Hof klicken. Sie können nicht zusammenfallen, daher müssen sie nicht mit einem Wartungsdienst verbunden sein. Platzieren Sie also nun ein paar Kartoffelacker, um unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen zu ernähren. Das wird dem Land auch das idyllische i-Tüpfelchen geben, das ich erwartet hatte. Und stopp. Erstmal gucken. Wo ist ein Häuserchen? Wo ist der Brunnen? Hier ist ein Brunnen. Da ist unser Wartungsbetrieb. Alles weitere haben wir noch nicht. Hier ist Platz für die Acker. Gehen wir auf die Kartoffeln. Und setzen 4 Acker. Da kommt natürlich die Frage auf. 12. 24, 48 Leute arbeiten dort. Und wir haben eine Arbeitslosigkeit von 81%. Derzeit arbeitet hier also niemand. Warum auch immer. Ich würde sagen, hier bauen wir dann das Lager hin. Und alles weitere empfehlen die uns sicher gleich. Hier sind auch gleich die Leute drin. Wieso arbeitet denn hier gerade niemand? Das wird sich jetzt gleich zeigen. Vielleicht brauchen wir auch mehr. Aber wir haben ja jetzt eine Arbeitslosigkeit, ne? Immer noch. Von 63%. Komisch. An dem Ding hier kann es nicht liegen. Denn die Leute können da ruhig hingehen. Das ist ja eigentlich auch vorbereitet. Ah! Deshalb, weil die da nur dann arbeiten, wenn sie es auch bepflanzen. Jetzt haben wir es verstanden. So, die Kartoffeln werden dann gleich ins Lager gebracht. Und von dort aus, wir brauchen auf jeden Fall hier auch einen Zubringer. Der kommt hier hin. Es wird gleich darauf hinauslaufen, dass wir nicht genug Häuser haben, so wie es aussieht. Noch kurz so. Wählen Straßen aus. Und überprüfen jetzt einmal. Ressourcen. Oder sagen wir Dienstleistung, ist glaube ich besser. Wasser. Die nicht. Hier unten fehlt's. Das heißt, auch hier muss ein Brunnen hin. Am besten da. Wie sieht's mit der Dienstleistung bezüglich des Verfalls aus? Wartung. Wartung ist okay.
Das muss eigentlich auch gewartet werden, das Lager. Denn sonst gibt es hier ein bisschen Ärger. So. 8 fehlende Arbeiter. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf die Dienstleistung und wählen jetzt die... Ah, wir müssen tatsächlich auf die Waren gehen und dann gucken, wenn wir die Kartoffeln ranholen. Moment, im Moment sieht es schlecht aus. Wie kann ich... Ah ja. Naja, gut, okay, so viel ist jetzt auch nicht. Das heißt, hier ist sehr wenig. Das heißt, man sollte eventuell einen zweiten, tatsächlich einen zweiten Händler bauen. Und schon, ja, schon steigt sie enorm. Schaut. So können wir das handhaben. Okay. Wie sieht's aus? 14 fehlende Arbeiter. 14. Es gibt allerhand Taktiken in diesem Spiel, etwas zu bauen. So, die Kartoffeln werden geerntet. Jetzt fahren auch die Händler los, holen sich die Kartoffeln. Zack. Oh, ganz viel sogar geholt. Der hat jetzt ganz viele Kartoffeln, so wie es aussieht. Lager. Der nicht. Das heißt, nur die und die fahren jetzt rum. Und sind dann auch ganz schnell voll. Dienstleistungen. Nun, da unsere Bewohner Nahrung zur Verfügung steht, wünschen sie sich neue Dienstleistungen, um ihren Lebensstandard zu verbessern. Momentan wünschen sie sich nichts anderes als eine Sache, ihre Wäsche waschen zu können. Das Waschhaus. Erstmal ein bisschen langsamer. Wäre anzutreffen. Wo finden wir das Waschhaus? Da! Ihr seht, oben wird fast nichts abgedeckt, das heißt, wir brauchen zwei. Lagerhäuser, okay. Oder auch ganz einfach, weil unsere Bürger anspruchsvoller werden, sobald sich ihr Wohnsitz verbessert. Um die Attraktivität einer Zone zu steigern, müssen sie Dekoration errichten. Alles klar, das machen wir auch gleich. Aber ich brauche ein zweites Waschhaus. Zack. So, Deko, da. Kann ich was drehen? Kann ich Gebäude drehen? Ah ja, hier kommen zwei Bänke hin. Und ein Baum. Ah, schaut, jetzt haben wir hier eine Straße, die sich entwickelt hat. Hier kann auch noch Deko hin. Blaue Blümchen. Und auch ein Baum. Zack. Gut, hier müssen wir gucken, wie wir hier drin das steigern können. Auf jeden Fall kann hier auch Deko hin und hier oben auch. Mhm. Ah, hier zwischen kann ich ganz viel Deko setzen. Mein Vater sagte mir immer, mein liebes Kind, Alkohol ist der Lohn für harte Arbeit. Ist klar. Ich hingegen glaube eher, er erlaubte den ganzen Alltagsstress auszublenden. Und wie das nun so ist, verlangen unsere Mitbürger nun auch danach. Geben wir ihnen, was sie wollen, damit alle zufrieden sind. Alkohol. Schauen wir uns gleich an, wie wir das am besten machen können. Ich würde sagen, man könnte hier auch noch ein bisschen... So sonstiges. So. Das sieht doch gut aus so. Vielleicht füllen wir das noch mit einem anderen Krams.
Soweit, so gut. Jetzt geht es weiter. Wir können einen Güterschuppen mittlerweile bauen. Hier hätten wir die Abtei. Könnten aber auch, das geht auf die Felder, ne? Ja, oh, Gerste. Die Abtei macht dann da draus. Ich habe das sehr schnell weggeklickt. Ich Vollspaten. So. So, die Abtei wird hier sicher nicht so gut ankommen. Ja. Ja, wunderbar, so soll das sein. Bin mal gespannt, was passiert. Die Badehäuser sind auch im Betrieb. Sehr schön. Mich interessiert auch, wie wir das jetzt hier unten hinkriegen. Ah, hier unten wird kaum gewartet. Nicht gut. Wie sieht es aus mit den Arbeitsplätzen? Arbeitslosigkeit 28%. Wir können tatsächlich hier mehr produzieren. Sehr interessant. So, wir bauen jetzt hier noch ein Badehaus hin. Ach, geht nicht so. Okay, müssen wir anders machen. Hier könnten wir eins hinsetzen. Hier wäre es gut. Oh ja. So, zweites. Und hier können wir noch mit ein bisschen Deko arbeiten. Das ist auch schick. Können Sie im Badehaus ein bisschen liegen und ein bisschen draußen dann warten auf. So. Ich würde sagen, hier dazwischen. Ein paar Bäumchen. So sieht das doch schon alles schicker aus. Straßen sind auch gebaut. Alles etwas nobler. Hier ist noch nichts. Mal gucken, wann wir das schicker hinbekommen. Die Kartoffeln wurden auch eingelagert. Hier ist wieder nichts. Brauchen wir schon fast nicht. Hier ja. Ihre Stadt benötigt mehr Arbeiter. Errichten Sie mehr Häuser. Kriegen wir hin. Also wirklich nichts leichter als das. So, hier wurden jetzt mal ein paar gesetzt. Wie viel? Arbeiter fehlen 45. Ihr seht aber, die Produktion läuft. Die Felder sind auch da. Vor allem die Kartoffeln hätte ich gerne auch in dem hier. Heißt, wir könnten hier unten eigentlich auch ein kleines Lagerhaus bauen. Ja, es fehlen immer noch Arbeiter. Das heißt, wir sollten hier unten vielleicht erweitern. Hier kommt jetzt ein Brunnen hin. Oh, hier sieht es mit der Wasserversorgung richtig schlecht aus. So, Badehaus ist gleich nebenan.
Wie sieht's denn aus mit Wartung? Zack. Und wie sieht's hiermit aus? Der kriegt jetzt hier was. So. Die Händler sind unterwegs. Das gefällt mir. Bisschen Arbeitslosigkeit herrscht sogar vor. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Geht ja allen soweit ganz gut. Haben wir jetzt mittlerweile Alkohol produziert? Wie viel produziert er denn überhaupt? Wird das hier nicht eingelagert? Haben wir was anderes, was... Ach, holen die das ab? Da müsste er da einfach mal hinfahren. Diese Geräusche immer, ne? Wie geht's? Haben die jetzt schon Alkohol bekommen? Nö. Jetzt interessiert mich, wie... Oh. Oh, das Lager. Shit, nicht gut. Okay, da unten habe ich keine Wartung. Müssen wir das ein bisschen anders machen, dann teilen wir das jetzt neu. Hier unten kommt einmal das Lager hin. Dann folgt hier der Weg. Dann gibt es hier einen Stopp. Und hier... kommt eine Wartung hin. So, wieso wird der Alkohol da nicht eingelagert? Woran liegt das? Ich glaube, das wissen sie selbst nicht. Oder muss dieses Gebäude funktionieren einwandfrei? Die Abtei braut Bier aus Gerste. In den älteren Fässern braut man das beste Bier. Muss die liefern? Gucken wir einfach mal. Nö. Ich müsste mir nochmal die Quest zeigen lassen. Weil ich da zu voreilig war. Vielleicht hat sie es gesagt. Sie hat es bestimmt gesagt und ihr regt euch gerade auf. Ja, so nicht. Auch nicht. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, gerade eben ist der Händler hier losgefahren. Doch hier, Alkohol, der soll es eigentlich holen, ne? Wisst ihr was, dann bauen wir noch eine. Bauen wir eine hier hin. Hier. Und hier kommt Deko hin. Decoration. Der produziert ja jetzt auch. Wieso wird es nicht abgeholt? Was ist das? Hier steht doch, annehmen. Oder arbeiten hier nicht genug? Es kann natürlich auch sein, dass da einfach nicht genug Leute arbeiten. So.
So, jetzt holt mir doch mal hier den Alkohol ab. Mein anderes Gebäude kann ich auch gar nicht mehr bauen. Geht nicht. Ein Gebäude ist abgerissen worden. Gut, wisst ihr was ich dann dahin baue? Oh, jetzt reißen sie alle ab. Nicht gut, nicht gut. Zack. So, trotzdem, jetzt wird es hier auch nicht abgeholt. Jetzt reißen sie hier die Dinge ab. Überhaupt nicht gut. Das war nicht der Plan der ganzen Sache. Liebe Händler, muss ich einem etwa sagen... Doch, der sollte eigentlich alles lagern. Ach, hier wird Bier eingelagert, in dem Ding. Ach nee. Ja, das hätte ich auch sehen müssen. Hier ist es gar nicht angeboten. Oh. Okay, nicht schlimm. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Dekoration. Bisschen schicker machen. Auch hier unten. Guck mal hier, ihr kriegt sogar einen dicken Brunnen. Und eine Bank, die zum Brunnen guckt. So. Oh, jetzt haben wir hier schon Stufe 5. Seht ihr das? Weil der Händler unterwegs ist. Dieses Gebäude benötigt eine Wasserlieferung vom Brunnen. Oh, ist die nicht so gut? Oh, die ist wirklich nicht so gut. Zack. Hier unten. Also es wächst schon ganz schön. Da hat man einiges dann auf die Beine gestellt in kürzester Zeit. Ich bin noch mal gespannt, ob wir es dann gleich schaffen. 153 von 400 haben wir schon. Also wir sind auf der Zielgeraden. Die Händler müssen halt nur den Alkohol am Mann bringen. Wäre witzig, wenn man jetzt hier so ein paar Schnapsleichen sehen würde. Die Felder werden gut beackert auf beiden Seiten. Noch ein bisschen langsamer, so. Das geht dann später noch in ganz andere Richtungen, wie ihr seht. Aber Kartoffeln ist erstmal ein gutes Grundprodukt, um Nahrung zu erfüllen. Oh, ja. Sehr gut. So, ja, jetzt macht mal weiter. Bringt mir mal, also wir haben auch kein Geld. Ich glaube, das Geld nehmen wir irgendwie mit Handel ein. Kann das sein? Das ist dann bestimmt die nächste Lektion der Folge 3. Ich hoffe, euch macht das im Moment sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Einblick in dieses Spiel. Und ich bin halt gespannt, wann und wie und wo es für uns dann soweit geht, dass wir hier auf die 400 Bewohner in Arbeitshäusern der Stufe 5 kommen. Es steigt auf 209, 213. Die Hälfte haben wir geschafft. Die Hälfte ist schon erledigt. Es geht allen im Übrigen gut. Zufriedenheitssystem ist im Tutorial deaktiviert. Ach so, okay. Wie sieht's denn hier aus? Umgebung ist nicht ansprechend genug für die Bewohner dieses Hauses. Nicht ansprechend genug. Oha. Das klären wir. Das klären wir ganz schnell. Jetzt aber. Ist hier bestimmt auch der Fall. Oh, man muss das gut timen. Oh, wir haben gewonnen. Leute, wir haben es geschafft.
Wie letztes Mal, dort wo der Acker liegt, lebt auch die Heuschrecke. Ich weiß nicht genau, all diese Sprichwörter sind oft so obskur und idiotisch. Ich bin glücklich zu sehen, dass ihr Ausflug aufs Land erfolgreich war. Es gibt aber dennoch hier noch viel zu tun. Das nächste wäre Horscham. Dann schauen wir mal, was da so auf uns wartet in der dritten Folge des Angespiels. Und das wäre dann auch erstmal vorerst dann die letzte, außer ihr sagt, das findet ihr richtig klasse und sagt, ihr klickt und schaut euch um die Wette dieses Video an. Naja, also ganz ehrlich, ich hoffe, euch macht Spaß. Latest Path of Progress bei Steam erhältlich und wir würden uns dann bei der nächsten Folge sehen, dem dritten und vermutlich erstmal letzten angespielt dann von dem wunderbaren Spiel. Und bis dahin, das war euer Ziegerhof. Macht's gut. Tschüss.